Die letzten Arbeiten für die neue Verkehrsregelung in Salzburgs Innenstadt sind in vollem Gange. Genauso verhält es sich mit der politischen Debatte darüber. 3 Tage bevor die neue Regelung in Kraft tritt, erklärt Baustadträtin Claudia Schmidt gemeinsam mit den Innenstadtkaufleuten, was eine Sperre der Griesgasse für den Durchzugsverkehr für Vorteile habe. Also es ist so, dass der Franz Josef Quai sozusagen 2 Spuren bekommt mit einem Gegenverkehr. Es ist nicht mehr so einfach, da durchzuclashen, weil die Griesgasse wird sozusagen eine Fahrverbotszone. Da fahren dann nur mehr die Busse, Einsatzfahrzeuge, Taxis und die Autos, die eine Ladetätigkeit haben. Das heißt, so einfach wird es nicht mehr werden, durch die Innenstadt einfach durchzufahren, um das als Abkürzung zu verwenden. Der Altstadtverband war in die Planung der neuen Verkehrslösung eingebunden. Die Kaufleute versprechen sich viel von einer Flaniermeile am Gries. Uns gefällt an der Lösung, dass die Aufenthaltsqualität in der Griesgasse massiv erhöht wird. Das war unser Ziel. Die ersten Pläne sprachen davon, dass man den Hanusplatz komplett sperrt. Da haben wir uns massiv dagegen ausgesprochen, das ist richtig. Nur jetzt haben wir einen Kompromiss geschafft mit der Stadt, die wirklich auch für uns tragbar ist. Eine Stunde später dann die Gegenpressekonferenz von Planungsstadtrat Johann Pardutsch. Die Liste der Probleme mit der neuen Verkehrsregelung sei seiner Meinung nach lang. Es ist das Ziel, den öffentlichen Verkehr zu attraktivieren und zu beschleunigen, nicht nur nicht erreicht worden, sondern es ist das Gegenteil der Fall. Der hängt bei jeder zweiten Kurve. Es gibt einen derzeit noch sehr schönen Anton-Neumeyer-Platz mit den angesiedelten innerstädtischen Gastronomiebetrieben. Der wird sein Flair völlig verlieren. Es gibt das Haus der Natur, wo Trauben von Menschen im Vorbereich warten und dort gibt es jetzt einen Dauerstau in Zukunft. Also es ist in Summe gesehen einfach ein wirklicher Unfug, für den noch dazu für die provisorische Umsetzung 700.000 Euro ausgegeben werden mussten. Die Bestätigung dafür sah Pardutsch bereits im Anschluss bei einer Begehung der Problemzonen, als sich immer wieder Staus vor dem Rotkreuzparkplatz bildeten. Hier werden die Autos in Zukunft in beide Richtungen fahren. Auch eine besorgte Anrainerin schlug sich auf die Seite der Bürgerliste. Was uns in erster Linie stört, ist, dass wir glauben, dass diese Verkehrslösung, wie sie uns hier präsentiert wird, eher den Durchzugsverkehr möglicherweise etwas verringert, aber bestimmte Straßenzüge wie den Franz-Josefs-Quai oder die Gstettengasse, den vorderen Teil, dermaßen stark belastet, dass ein Wohnen hier eher im Bereich des Unmöglichen liegen wird. Das gesamte Ausmaß von Chaos oder Erleichterung der neuen Verkehrsregelung wird sich wohl erst im nächsten Festspielsommer zeigen, also mehrere Monate nach der Gemeinderatswahl.